Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Part, zu einer neuen Part, genau, Time Machine, diesmal wieder die Version 1.7.4, einfach allein aus dem Grund, dass im nächsten Update die 1.5 ist, sprich das Redstone Update. Und dann ein kleiner Gast, ein ja, unbekannt, kennt man nicht, der Mann mit den 1000 Namen, super Krimi übrigens, nein, ich lese keine Bücher, irgendwie, warum auch immer, dazu stoßen wird und mit uns was bauen wird, wieder mal nachkommentiert, weil ich zu dumm war zu checken, ob mein Audio-Nachbearbeitungsprogramm, um alles die Richtigkeit beizubehalten, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, egal. Was wollte ich sagen? Egal. Ich war zu dumm, das Audio-Bearbeitungsprogramm richtig einzustellen. Von dem her habe ich für nichts geredet und muss das jetzt gekonnt nachkommentieren. Mag ich eigentlich nicht so, aber naja, was soll's, kann man nichts machen. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal die Lampen schön gehen. Da habe ich übrigens eine Nachricht bekommen vom lieben Richie, dass wir jetzt die Lampen dann gleich mal machen werden, würde ich sagen. Zu Ende habe ich, denke ich, keine dabei. Nein, habe ich nicht. Ich werde trotzdem hochgehen und die Lampen mal machen. Zu Ende kann ich ja im Nachhinein auch noch ran machen. So, Glowstone setzen. Was mache ich? Auf einfach stellen. Stimmt, das hätte ich jetzt, hätte ich fast vergessen in diesem Zusammenhang. So. Und da baue ich mit so einer kleinen Brücke mich rüber, dass ich dann da schön das Glowstone setzen kann. Ich denke, das passt so. So, dann hier nochmal. Und mehr, denke ich, brauche ich derweil nicht. Das dürfte mehr als ausreichend sein. Mehr wäre komplette Verschwendung. Und jetzt gehe ich mal hoch. Ich hole mir nämlich ein paar Zäune, um, naja, die Lampen an nichts anzuhängen. Sozusagen, ich stelle da einfach vier Zäune drauf, um irgendwie es halbwegs nach Deckenlampen aussehen zu lassen, was sehr gelungen ist, muss man schon sagen. Also es ist wirklich ein Meisterwerk für alle Sinne. Es ist richtig schön geworden, muss man einfach sagen. Es ist einfach ein Augenschmaus, kann man nicht anders sagen. Es ist richtig hübsch, nicht ganz und gar nicht, aber egal. Egal, egal. Ich bin übrigens ein bisschen müde. Es ist gerade der 12.8. Am 13.8. fahre ich weg. Gestern hatte ich so einen kleinen Aufnahmemarathon, wo mir auch dieses Missgeschick passiert ist. Also ich bin jetzt der Manuel von einem Tag nach dem Manuel, den ihr da seht. Ja, dann kommt Gamescom. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge rauskommt. Ich glaube, Freitag oder Samstag. Bin mir nicht sicher. Aber ich denke so irgendwas um den Dreh, ich glaube eher Freitag, also Gamescom ist im vollen Gange. Und wenn ihr dieses Video seht, dann schaut doch einfach mal meine Gamescom-Vlogs, die ich jetzt täglich mache, richtig cool auf jeden Fall, mit einer professionellsten Spiegelreflex der Canon EOS 60D vom lieben Richie. Ja, freue ich mich schon. Ich hoffe, ich kriege da alles auf die Reihe, auch mit Schneiden bei meinem Laptop und so weiter und so fort. Und warum genau gehe ich jetzt? Ich bin doch nicht mal müde. Aber anscheinend ist es bei mir so komisch, wenn ich lang aufnehme, also wenn ich jetzt lange reden soll, wie in dem Fall 15 Minuten durchreden, gehe ich immer vorher oder nachher oder mittendrin, keine Ahnung. Finde ich persönlich... Upsi, das war mein Stift. Finde ich persönlich richtig komisch. Ich spiele hier nebenbei auch mit meinem Stift herum, was ein bisschen komisch klingt. Mit meinem Pen Spinning.
Kann auf dem Schwert. Ich weiß nicht, ob ich das eher mit Büchern machen sollte und die Bücher dann auf dem Schwert drauf machen soll, aber Bücher werde ich, glaube ich, erst später verzaubern mit Level 18, damit ich dann Fortune rausbekommen kann und mir dann eine gute Spitzhacke machen werde. Ich denke, das ist sinnvoller, als einfach Bücher auf Level 30 zu verzaubern. Denke ich zumindest. Und was ich gehört habe, angeblich ist es sinnvoller, Goldschwerter zu verzaubern, denn Gold hat irgendwie so die größte Edelheit oder sowas. Und ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht ist oder nicht, aber wenn schon, tja, wenn nicht, ich mach's trotzdem nicht. Und da sieht man, was passiert, wenn ich einen Enderman schlage. Er teleportiert sich weg aufgrund des Brennens auf Brand irgendwas. Und der brennt dann irgendwo aus und stirbt dann dort. Oder stirbt er nicht? Ich glaube eher nicht, dass er stirbt. Ich glaube nicht, dass Flame 2 bzw. Verbrennung 2 wirklich so lange. Ui, den habe ich jetzt kaputt gemacht. Egal. Dass Flame 2 bzw. Verbrennung 2 wirklich so lange haltet, um ein Enderman mit 30 Herzen
zu zerstören. Einfach richtig cool, wie viele Slimes hier herumhüpfen. Es freut mich irgendwie, dass das ein Sumpfgebiet ist. Und ich glaube, einen Slimeball werfe ich weg, da ich mir einen gecheatet habe, um die Tür mit dem Skate zu realisieren. Dann wären wir jetzt wieder auf 0. Und dann passt das. So. Wir wären jetzt auch schon bald am Ende, was ich machen wollte, denke ich, in dieser Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann natürlich wieder normal weiter mit Live-Commentary sozusagen. Und ich weiß nicht, ob ich da einen Holzbutton reinmachen soll. Könnte ich mir mal überlegen. Egal. Weiß ich nicht. Ja. Gehen. So, was habe ich jetzt noch vor? Ich könnte... Oder hab ich... Warte, ich will nicht spoilern. Ich schaue jetzt mal, wenn ich im Inventar bin. Nein, habe ich nicht. Das heißt, das mache ich noch nicht. Das ist gut. Jetzt seid ihr alle verwirrt und das ist super. Warum auch immer ich jetzt meinen Hund... Achso, ich wollte ihn heilen. Okay, ich wollte schauen, ob er Schaden bekommen hat. Wodurch auch immer. So, was mache ich nun? Ich könnte ein bisschen was an Stein noch in den Ofen tun, um Cleanstone-Vorräte zu schaffen für nächste Vorhaben, sprich Repeater. Und langsam nervt mich Outlook. Ist irgendwie schlimm. Alle 2 Sekunden ploppt da sowas auf. Und der Hund schaut mich niedlich an. Aber egal, ich renn weg. So. Warum habe ich jetzt zwei, die... Achso, ich mache mir schon mal ein Schwert zum Verzaubern. Dann kann ich das schon mal oben in meine Kiste sichern. In die links von mir, genau da. Und das Schwert werde ich dann nach der nächsten Nacht... Oh, Herzi. Nach der nächsten Nacht verzaubern und schauen und hoffen, dass ich da Sharpness 4 rausbekomme. So, und meine Unordnung ist einfach auch unglaublich. Wie arg ich hier Ordnung schaffe. Das ist schlimm. So, kann man eigentlich schon in dieser Version einen Amboss basteln? Ich weiß es nicht. Ich habe aber nicht ganz so genug Erze bzw. Eisen. Also, ich glaube, das werde ich erst später machen. Bin mir nicht sicher. Ich schaue jetzt nochmal bei meinem Verzauberungstisch nach, ob da schon alles gewachsen ist, so ein bisschen. Und nee, Glowstone könnte ich da unten noch ran machen. Das wollte ich ja machen, wenn ich ein paar mehr Glowstones habe. So, es ist nur die Frage, wo ich das reingemacht habe. Wo ist mein Glowstone in meinem Inventar? Das war ein bisschen peinlich, kann man so sagen. Ach, ich habe so eine Unordnung, dass ich nicht mal Sachen in meinem Inventar finde. So, ich denke, mit den Glowstones hier ringsherum schaut das auch ein bisschen besser aus. Gehen. So, und es ist ein bisschen verwirrend, dass ich bei meinem Render-Programm einen Ausschlag habe, wie der Ingame-Sound ist, und bei meinem Aufnahmeprogramm einen Ausschlag habe, wie meine Stimme ist. Ist ja auch egal. Warum auch immer. So. Schwert kann man doch immer auf Level 30 verzaubern. Warum sollte man es nicht können? So, und ich würde mal sagen, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Anschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns einen Amboss machen, wenn wir wieder auf Mobjagd gehen und schauen, was so auf mich wartet. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.